Bam, da ist er doch noch drin, Alter. Und er geht steil. So mog wie dat. Alter, ich stehe hier mit dem Belaya-Set an der Tunguska. Und hier ballern die Brocken rein. Wir waren gerade noch im Livestream im Turnier und haben hier ein bisschen rausgezogen. Und zack, da geht's rein, die nächste BAFO. Ich teste jetzt allerdings gerade mit einem etwas größeren Köder. Und zwar teste ich hier gerade den braunen Popper, der ja absolut in allen Rekorden mal wieder drin ist, in einer Nummer größer. Warum das Ganze? Ich hatte gerade zum Ende des Turniers, beziehungsweise nach dem Turnier praktischerweise, ein bisschen rumexperimentiert und hatte dann beim Experimentieren verschiedene Buckellachse in richtig guten Größen. Also mit richtig Schmackes. 1, Kilo. Das sind die Buckellachse, die dann kohlemäßig schon so im Bereich sind von über 30 Silber. Und Lennock ist hier reingegangen. Lennock auch im Über-Kilo-Bereich. Und jetzt muss ich bloß gerade ein bisschen testen, weil ich mir gedacht habe, komm Alter, wir machen das Ganze mal hier auf dem Belaya-Setup. Das ist doch vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Und ich muss sagen, da fällt es ein bisschen schwierig. Da sollte man sich vielleicht doch dann für das Gewässer, ich meine, ist jetzt auch nicht so mega teuer, aber vielleicht eine bessere Rolle mal holen mit einer etwas größeren Übersetzung, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen schneller einkurbeln können, denn das wird hier schon langsam ein bisschen schwierig. Wenn ich nicht gerade so hart am Sparen wäre, hätte ich das Ding jetzt gerade mal eben nur fürs Video gekauft. Was man wirklich gut empfehlen kann, ist in dem Fall die 3000er Gold. Wirklich ein gutes Gerät, lohnt sich wirklich ganz gut. Gute Übersetzung, Schnurfassung ist gut, Bremskraft ist gut. Also das wäre halt durchaus eine Rolle, die man fürs Belaya Setup, fürs Upgrade des Belaya Setups gerne verwenden kann. Und ja, das Ding liegt halt bei ungefähr 1900 noch was Silber. Deswegen ist es jetzt ein bisschen tricky. Ich bin jetzt hier mit dem Standard Original Belaya Setup, das heißt hier mit der billigen Eulen Dragon 30 unterwegs. Und ja, das Ding kommt wie gesagt tempomäßig ein bisschen ans Limit. Bremskraft und so geht. Aber ich hätte doch gerne so ein bisschen mehr Power. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr Power hier im Ganzen. Ich komme halt wirklich kaum aus dem Quark. Das Ganze jetzt mit dem Spirulino wäre natürlich ein Traum. Leider ist der Köder dafür zu groß. Und von daher, ja, muss man da am besten eine passende Route für haben. Meine Leitroute, die hätte ein perfektes Wurfgewicht. Zack. Aber die ist einfach, hat nicht genug Power. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man gieren will. Dann braucht man mindestens eine Power hier von 6 und alles darunter bewirkt einfach, dass man nicht richtig in das Gieren kommt, beziehungsweise, ich glaube, die Route, die ich habe, die liegt so bei 2 oder 3 sogar nur. Also das Ding ist so dermaßen butterweich. Ich mache jetzt hier gerade Tempo 50 plus Shift plus seitliche Bewegung. Also plus rechte Maustaste für die Bewegung, damit ich hier richtig locker ins Gieren komme. Das ist halt gerade nicht ideal, ne? Das ist leider nicht ideal. Grundsätzlich kann man sagen, die, wir gucken gerade mal eben rein, ich habe hier schon ein bisschen was rausgezogen. Also Buckellachse, ne, ballern hier schön rein, auch gerade hier schon die Dinger reingeballert. Macht natürlich Bock, kann man gerne mitnehmen, so ein Dingen, einfach auch zu cool das Teil immer wieder. Also Buckellachs, war das der Köder? Ja, Popper 7 F006, das ist halt der 7er, nicht der 4er, in verschiedenen Größen und ja, Esche war auch mit dabei, die gehen halt auch mal mit rein. Also Frequenz ist ein bisschen tricky. Ich habe 1er Haken drauf mit Puschel. Gerade waren es halt 3-4 Stück in Folge in Richtung Abendstunden, da ging das auf einmal richtig ab.
Aber ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen optimieren vom Setup. Denn wie gesagt, das Auswerfen von diesem recht leichten Köder, der auch noch sehr schlechte Flugeigenschaften hat, ist halt echt ein bisschen schwierig. Ne? Das ist leider echt ein bisschen schwierig. Und wir gehen mal eben kurz rein hier auf Setup. Das ist halt jetzt gerade das gesamte Setup. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Kann man machen. Man kann natürlich auch hier schön mit dem Kleinen in 4 Gramm hier rumhantieren. Kann man natürlich auch. Aber wie gesagt, der Popper, hier sind sie alle. Hier sind sie. Hier unten kommen sie. Das sind die hier mit 7 Gramm. Die wollen wir haben. Das ist halt die Serie, die eine Nummer größer ist. Ich habe halt schon vernünftige Puschelhaken überall drauf. Und dann kann man das mit denen natürlich auch gerne probieren. Das ist halt jetzt nicht wahnsinnig größer. Anscheinend reicht es einfach, um hier so ein bisschen größere Brocken einfach zu triggern. Ne? Also größere Bachforellen, größere Eschen und größere Buckellachse und Lennox. Aber irgendwie vom Gefühl her ist es nicht so viel Frequenz. Was aber auch einfach daran liegen kann, dass der ganze Kleinscheiß ausgelöscht ist sozusagen. Vielleicht verscheuchten wir damit einfach die ganzen Kleinen und fangen gar nicht jedes Mal hier was Großes. Ich bleib mal jetzt hier oben so ein bisschen. Und dadurch hat man vielleicht einfach ein bisschen weniger Frequenz. Oder ist es einfach gerade nicht so ganz, vom Wetter her passt es ganz gut, ne? Also wie gesagt, gerade eben in Richtung Abendstunden ging es auf einmal richtig gut ab. Aber ich komme auch nicht richtig rein hier. Ich komme auch nicht richtig ins Gieren. Jetzt erst wieder mit der Strömung. Ich versuche gleich mal eben das Setup ein bisschen umzubauen. Und dann gehen wir hier nochmal ran. Irgendwie sollten wir das doch besser hinkriegen. So, nächster Versuch. Zack, Weite. Ja, ist okay. Aber irgendwie noch nicht so richtig sexy. Aber das sieht auch eigentlich schon einigermaßen okay aus. Ich komme nicht richtig weit raus. Ich komme gerade mit dem Setup nicht richtig, zack, richtig weit raus. Es hat vorhin auch schon so funktioniert. Ich würde aber einfach gerne noch ein bisschen weiter rauskommen. Buckellachs, richtig geil, geht wieder rein. Das ist jetzt hier gerade auf der Vexila mit einem Wurfgewicht von 7 Gramm. Ähnliches habe ich schon probiert mit dem sogenannten Yama Set Start. Ich verlinke das Video auch nochmal dazu. Das ist die Karma Mächter, die man sich schon im Mid-Game, im Mid-Level, so 20 plus, kann man sich das schon mal gut leisten. Wenn man mal Bock hat auf Schleppen oder auf Hechtangeln, einfach mal reinschauen in das Video. Das Teil lohnt sich und das hat eben ein sensationelles Wurfgewicht. Ähnlich wie das, was ich jetzt hier gerade verwende. Vom Set. Also es funzt hier, aber es sollte halt so ein bisschen, ich komme einfach nicht weiter raus, ungefähr bis zur Mitte, bisschen treiben lassen kann man ja auch immer noch und dann jetzt hier, was halt praktischer ist, ich habe jetzt hier eine vernünftige große Rolle drauf, ich kann hier ordentlich gieren. Das funktioniert richtig gut. Also das ist natürlich deutlich angenehmer, wenn man da ein solideres Setup hat. Auch das funktioniert hier nochmal mit der Karma Mächter. Weißt du was, die zeigen wir auch mal eben. Da ist das Gerät Karma Mächter SF78MH, 7 Gramm bis 30 Gramm Wurfgewicht. Richtig, richtig gut. Jetzt hier einfach mal das Setup so zusammengebaut und wir werfen raus das Ganze. Wenn man jetzt hier nochmal eine 6000er Rolle drauf macht, können wir natürlich nochmal ein bisschen weiter auswerfen. Das heißt, wenn ihr eine 6000er Rolle irgendwo rumliegen habt, fürs Spinning auf größerem Gerät durchaus, ja, sehr gut zu verwenden sogar. Ich habe jetzt hier gerade eine 8000er drauf, auch das ist schon mal ein spürbarer Unterschied im Vergleich zu den anderen Rollen, den ganz großen. Also man wirft halt deutlich weiter damit aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier von der, zack, da haben wir ihn schon dran, von der Idee her, wie gesagt, einfach den Köder, der momentan mega gut läuft in den ganzen wöchentlichen Rekorden. Gucken wir mal eben rein. Bam,
Das ist doch eindeutig. Hier oben ist er ja, der Buckellachs. Auch hier schöne Brocken mit über 4 Kilo schon reingegangen. Also, das Ding in Ballard, beziehungsweise hier arktische Eschen. Ganz klarer Fall, ostsibirische, ähnlich sieht es da aus. Also, das Ding läuft und jetzt einfach diesen Köder eine Nummer größer für die richtig dicken Brocken. Mir fällt gerade ein, so dieses Treiben lassen hier, beziehungsweise einfach mal durchleiern, wäre auch nochmal eine Option. Einfach vielleicht nochmal testen, ob das nicht lübt. Und mir ist jetzt gerade beim Routen suchen und probieren aufgefallen, ich könnte ja eigentlich auch Spirulino, ich bin heute den ganzen Tag schon mit dem Spirulino unterwegs, ich könnte eigentlich ja auch Spirulino mit einer Posenrute machen. Wenn man Spirulino frei hat, könnte man doch eigentlich die Montage auch auf Pose machen. Dann geht es aber, wie gesagt, wieder nur mit diesem Köder, der halt auch gerade the one ist, also der kleine 4-Grammer. Dafür ist für Spirulino ist halt dieser hier leider zu groß. Finde ich absolute Katastrophe, dass man da quasi Spirulino so hart begrenzt. Ist halt wirklich schade, weil man deutlich mehr Möglichkeiten hätte und das Ganze auch wesentlich interessanter wäre für so ein Endgame-Skill. Das ist ja High-Level 100 Punkte oder 100% im Spinfischen. Und dafür wird das halt absolut zu wenig verwendet und hat quasi im Game fast gar keine Daseinsberechtigung. Wir gucken mal eben. Was ich gerade gemacht habe, war... Wo ist sie? Da. So. Das Gerät. 8 Meter geballte Bollo-Power. Alter. Einmal komplett über den Monitor. 8 Meter Rute. Und das Ganze jetzt hier auf Spirulino eingestellt. Alter, ich werd weich, ey. Also, Spirulino Kunstköder auf der Bollo. 2 Gramm Wurfgewicht bis 18 Gramm Wurfgewicht. Wir haben hier mal 6,9 Kilo drauf. Ich benutze das Ganze jetzt. Ich bin übelst gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es gerade gesehen, weil ich diese Route zuletzt am Donetz... Alter, fliegt das raus. Okay. Ja, ist natürlich auch Spirulino, ne? Klar, dass das richtig schön weit rausfliegt. So, jetzt müssen wir hier... Oh, war da schon was? Ne. Jetzt müssen wir hier bloß... Ich muss gucken, dass die Schnurspitze nicht im Wasser untertaucht. So, und dass ich hier... Jetzt komme ich, glaube ich, rein. Ja, und schon bis. Und schon bis. Jetzt können wir so langsam mal ein bisschen die Bremse anpassen. Erstmal gucken, wie schwer das hier ist. Ich habe 6,9 Kilo Schnur. Und was halt cool ist, Achtung, rechte Maustaste. Wir heben die Fische einfach. Von der Hälfte des Wassers werden sie einfach schon rausgehoben. Ich will gar nicht so weit raus. Da hinten reicht es mir schon. So. Auf der Bollo. Auf der 8 Meter Bollo mit dem Spirulino. Zack, der nächste Brocken. Das ist cool. Also, das ist mal was anderes. Muss ich sagen, ja, kann man wahrscheinlich machen. Lennox. Ich bin übelst gespannt, was da jetzt gleich geht. Ob da noch ein bisschen was geht. Ich werde das erstmal schön testen und ausgiebig ausprobieren. Also, Möglichkeit, also wildestes Angeln heute. Möglichkeit 1, einfach mal einen etwas größeren Köder verwenden. Übrigens bei den Blinkern, die Weiko, der Weiko in, so gestreift ist der. Braun, kupferfarben gestreift, so, oder bronzefarben, bronzebraun gestreift. Der hat auch funktioniert hier, auch für Buckel. Und da dann vielleicht doch auch wieder die Frage, nimmt man den 8 Grammer oder nimmt man den 14 Grammer? Auch da wieder die Möglichkeit, einen etwas größeren zu wählen. Das hier war übrigens der Grund, warum ich einen größeren Köder gesucht habe, weil hier ständig diese kleinen Buckel reingeballert sind. Im Turnier, ich stehe hier rum und es ballern ständig diese winzigen Buckel rein, die untermaßigen. Wer will denn sowas?
Und da war, wie gesagt, der, zack, der größere doch genau richtig. Alter, ich kann von da hinten schon bald anheben, ey. Die Fische fliegen durch die Luft ab der Hälfte des Gewässers. Okay, ich muss hier weiter. Das sind mir alles zu kleine Buckel. Vielleicht fange ich hier vorne noch ein paar Eschen und Barfuß. Ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Ihr Lümmels, viel Spaß beim Rumexperimentieren. Testet auch mal ein bisschen rum. Vielleicht habt ihr ein geiles Setup, was super funktioniert mit dem 6-7 Gramm Popper. Das wäre geil. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Ich werde jetzt erstmal hier schön Bolo-Spinning machen an der Tung. Petri.